sascha.net.news.de, Tag 0-1, wie auch immer, auf der IFA. Im Hintergrund könnt ihr sehen, das wird auch ganz schwer aufgebaut. Nvidia hat aber schon einen ganzen Schwung Hardware bei sich auf dem Stand. Und bin dann zum ersten Mal über das Lenovo IdeaPad K1 gestolpert, das Einstiegstablet von Lenovo. Hatte Lenovo eigentlich schon vorher Tablets gehabt? In China gab es schon mal eins, das ist glaube ich ein 7-Incher. Der soll eigentlich auch rauskommen. Lenovo hat irgendwas angekündigt hier für die IFA. Aber darum geht es nicht. Es geht um IdeaPad K1, 10.1 Inch, 1280x800 ist die Auflösung. Und hier ist natürlich ein Android Honeycomb 4 installiert. Und es wäre nicht am Nvidia-Stand, wenn da nicht eine Nvidia Tegra 2 CPU eingebaut wurde. Also Dual Core, 1 GHz ARM Cortex A9. 1 GB RAM, 16, 32, 64 GB Flash-Speicher-Varianten gibt es davon. Und dann lassen wir ganz kurz ums Gerät drum herum schauen. Wir haben hier einmal ein kleines Mikrofon, An- und Ausschalter, Lautstärkeregler. Hier könnt ihr den Accelerometer an- und ausschalten, damit der ganz einfach nicht mehr hier... Jetzt habe ich ihn wahrscheinlich ausgeschaltet. So geht er wieder an. Das sieht mir nach einer Micro-SD-Karte aus, einer SDAC-Karte. Mini, Micro, HDMI, ich verwechsel es andauernd immer wieder. Im Hintergrund bricht gerade die Welt zusammen. Hier haben wir einen Anschluss fürs Headset, entsprechend der Anschluss fürs Netzteil. Und auf dieser Seite haben wir gar nichts mehr. 2-Megapixel-Kamera vorne, 5-Megapixel-Kamera mit einem, ich würde sagen, LED-Flashlight noch dabei hinten. Und lustigerweise, wir haben hier einen Home-Button, was relativ selten ist, wenn wir uns Android Honeycomb Tablets anschauen. Und es sieht mir ganz schwer danach aus, als hätte auch hier Lenovo ein bisschen am Honeycomb rumgespielt. Schaut euch mal hier kurz die Symbole an. Das ist nicht das ganz normale Honeycomb. Erinnert mich so ein bisschen an die Variante vom iPad, vom Transformer und vom iPad Slider. Interessant ist, hier sind ein paar angepasste Widgets. Das ist zum Beispiel neu. Ich klicke mal ganz unbedarft drauf. Ja, es ist ein Widget erstmal. Und ansonsten können wir sehen. Offenbar will Lenovo auch einen App-Shop an den Start bringen. Und ansonsten, ja, performance-technisch, hier wird wahrscheinlich ein Android Honeycomb 3.2 dann vorinstalliert sein, wenn es ausgeliefert wird. Aber lass uns doch mal vielleicht mal ganz kurz noch mal reinschauen. Okay. Die meisten Applikationen sind im Moment noch gesperrt. Das kannte ich übrigens auch noch nicht, dass ich die Kisten... Okay, vielleicht ist es doch kein 3.2, weil ansonsten könntet ihr die App jetzt entsprechend auf volle Bildschirmgröße darstellen. Das heißt also, hier im Moment auf dem Gerät ist ein 3.1 vorinstalliert, aber wenn es ausgeliefert wird, könnt ihr davon ausgehen, dass ihr sehr, sehr zeitnah auch ein Update auf Honeycomb 3.2 bekommt. Ja, ich habe es dann mal ganz schön ausgemacht. Wie sieht die Performance aus, wenn wir hier einfach mal den Bildschirm von Landscape in Portrait-Mode drehen? Geht so, aber das dürfte in meinen Augen auch immer noch an Android Honeycomb 3.1 liegen. Was mich ein bisschen stutzig macht, ist ganz einfach hier. Ne? Hier unten haben wir es angepasst, die Menüleiste und auch die Farben. Und hier ist noch das traditionelle Honeycomb Vanilla, Android Vanilla Experience, also mit den traditionellen Farben. Ansonsten, das Gerät selber fasst sich recht gut an. Es ist ziemlich kompakt, ist natürlich nicht ganz zu vergleichen, zum Beispiel hier mit so einem Samsung Galaxy Tab 10.1, was natürlich eine Ecke dünner ist, wenn ihr die jetzt mal hier so im Vergleich seht. Ne? Das ist dann doch ein kleiner Unterschied. Dafür ist das Galaxy Tab 10.1 aber auch ein bisschen teurer. Und das ist hier ganz einfach die Einstiegsplattform von den neuen Android-Tablets von Lenovo. 399 € soll der Spaß kosten und soll in Kürze nach der IFA verfügbar sein. Das ist Lenovo IdeaPad K1. Ich bin Sascha von netbooknews.de, hier auf dem Nvidia-Stand auf der IFA 2011 in Berlin. Danke fürs Zusehen.